Wenn das erste Glied einer arithmetischen Folge 5 beträgt und die Differenz 3, welches ist dann das zehnte Glied der Folge? Das erste Glied der Folge ist 5, vom ersten Glied bis zum zweiten wird 3 addiert und von jedem Glied zum nächsten wird 3 addiert, weil die Differenz ja 3 ist und die Folge arithmetisch ist. Die entsprechende Formel dazu heißt, das n-te Glied der Folge ist gleich zu erstes Glied der Folge plus n minus 1 mal die Differenz der Folge. Also finden wir, dass das zehnte Glied dieser Folge gleich ist zu 5 plus diese 10 minus 1 mal diese 3. Somit finden wir 32. Bei dieser Frage wurde nur die Endantwort verlangt. Wer sich also nicht an diese Formel erinnert, kann auch diese Kästchen einfach ausfüllen, denn die Folge ist ja nicht sehr lang. Wir suchen das zehnte Glied. Das zweite Glied der Folge ist 5 plus 3, also 8. Das dritte Glied ist 8 plus 3, das heißt 11. Das vierte ist 11 plus 3, das heißt 14. Und so weiter bis zum letzten Glied. Und so finden wir auch diese 32.